riesig, das Ding. Heute ist so warm. Heute ist sehr warm, ja. Das sagt man heute Morgen schon. Schwül. Und die Bude in Griechen. Das ist auch noch Karnak kommt von einem anderen Wort, heißt Hawatma. Hawatma bedeutet die große Gebäude. Auch die Araber das gesehen, dort haben gesagt, auch Hawatma. Die sagen momentan Karnak, nicht Hawatma. Von diesen Gründen her haben dieses Wiederweg. Der Löwenkörper wurde von dem König Ramses II. Gekauft. Die stehen jetzt hier im Flusshafen. Das bedeutet, hier war die Nile. Ja. Vorne hier sieht man die Pfote. Wenn die Priester die Pfote einsteigen. Ja. Durch die glatte Steine haben die Boote in den Nil gebracht. Ja. Und durch diese Stufen der Mitte haben die Boote die Schiffe eingestiegen. Und vor diesen Tempel standen zwei Obelisken, so klein, eine ist untergefallen. Die anderen Weg nehmen wir die Sphinx-Allee. Wir werden einen Tag von diesem Weg vor dem Luxor-Tempel sehen. Der ist 3 Kilometer lang, mit Menschen 3 Kilometer zwischen der Karnak und Luxor. Die Sphinx-Allee mit Menschenkopf und Löwenkörper symbolisiert uns die Stand des Königs, den Kopf. Der Löwenkörper symbolisiert uns die Macht des Königs. Ja. Dieser Weg, dieser Weg wurde von dem König Ramses II. Das ist des Kopf. Die Stadt wird unter dem Kopf. Und jeder sieht von der kleinen Stadt. Der Ramses. Aber warum hat er ein Widder genommen? Weil Amun hat 2 Bilder. Mit Widderkopf, ja. Und Löwenkörper, mit Menschenkopf und 2 Federn. Und dort auch Rachen mit Falkenkopf und Sonnenschein. Die Fassade war 44 Meter hoch, breit und 33 Meter hoch. Und wir haben einen großen Teil von der Fassade verloren. Und diese großen Linien waren vor den Fahnenmasten während der Feierlichkeit. Ja. Und diese Blöcke, großen Löcher und die starb fest. Ja. Und war damals hier auch eine abbasische Stil. Da sieht man den Rest, ja, dieser abbasischen Stil. Daneben wurde auch eine heutigen Zeit, das war eben Abend hier vorne begraben. Der Tempel besteht von 10 Fassaden, 6 sind geradeaus und 4 auf der rechten Seite, aber wir haben diesen Ort, der Karnak, viele Tempel gefunden. Karnak ist ein Platz. Ja. In diesem Platz wurden viele Tempel gebaut, ja, aber die größten Tempel in Karnak-Platz, die Amun-Tempel, 230 Meter lang. Wir haben Innenvorhof 8000 Quadratmeter groß gefunden, Säulensaal 5000 Quadratmeter groß gefunden mit 134 Säulen. Wir haben der Heilige See 80 Meter, 130 Meter lang und 80 Meter breit und 4 Meter tief. Ja. Und wir haben 82 heilige Parke vor dem Gott Amun im Tempel gefunden. Und wir haben 17.000 Statuenfiguren. Ja. Ja. C'est la blague de 67 devant le pilote de Suez. Vraiment qu'on se passe une soirée où elle fait ce soir. هخسرك يا محمود وهحط مني. لا يلا المرة الجاية يلا بينا يلا بنتكلم يلا سلام. خدها منه وامشي كده. بص تاني يا ابو نسر خدها منه وامشي كده على طول في وشي. Okay. Hier sieht man den Rest von Ziegen, Steinraum zum Bau des Pyramiden. Ja. Vielleicht fragen die Menschen, wie die konnten die Ägypter diese Fassaden aufrichten. Sie haben eine Rampe gemacht, Stamm oder Sand. Dann haben sie Blöcke übereinander gelegt bis der Rand ist auf Weg. Gehoben, übereinander gelegt bis Ende der Arbeit. Dann haben sie nachher die Rampe von oben nach unten graviert. Sie wollten einmal diese Rückseite restaurieren. Deshalb haben sie diese Rampe gemacht und zum Glück, als die Arbeit fertig war, haben die Reste von der Rampe nicht weggemacht. Deshalb hat uns gute Idee gegeben, wie die Ägypter diese solche Fassaden gebaut haben. Von diesem Ort haben sie Steine abgeschnitten, auf den Holzschlitten gelegt und bis hier gebracht. Vergessen Sie nicht bitte den Tempel direkt auf den Nil gebaut. Ja. Ja. Mit diesem Stein haben diese solche Fassaden und den Tempel gebaut. Ja. Hier war 8 Säulen, gehört diese Ethnie, die nubische Dynastie. Die Nubier haben einfach so Ägypten regiert. Der König der Hake ist hier gekommen, hat diese 8 Säulen gebaut. Und zwischen diesen Säulen war diese Sphinx. Da gibt es nur eine jetzt, aber zwischen den Säulen waren viele. Wir haben verloren aus dem Marmor. Alle 28 Meter hoch und so weiter. Die gibt ja nicht vorbei. Und eine Glieder gebaut, die alle dann. Aber das sieht viel kleiner aus, wie die hier vorne. Alle waren hoch. Ja, selbst zerstört, ne? Wow, krass. Die Klammer vor den Patrons. Den Messer vor den Gott Amun, auf der rechten Seite vor den Gott Amun. Okay. Ein paar Figuren erkennt man noch. Ja, aber eher schwer. An diese Tragbarke gesehen worden. Ja. Auf diese Tragbarke wurde diese Statue von hier getragen und wurde bis zum Luxor Tempel durchgemietet. Und die Gott Amun ist eine Frau Luxor Tempel. Ja. Hier sind noch ein paar Sachen erhalten. Da oben ist ein bisschen Farbe. Ah ja. Der Farbe in den großen Säulensaal, dann werden die Farbe richtig sehen. Ja, okay. Noch ein bisschen. Ja. Dann kann ich Ihnen ja zeigen. Kommen Sie mit. Den großen Säulensaal. Ja. Mais c'est vrai, c'est intéressant, c'est quand même une grande musique. Muss man ein bisschen Farbe hier erkennen, da oben. Ja. Aber da ist wieder das Schiff auch. Ja. Aber wenigstens machen sie was. Den mit dem noch? Die ist gleich. Ja. Das ist Ramses, oder wie? Ja. Und das ist seine Frau. Aber sie lebt noch hier und er ist tot. Wenn die Fuß nebeneinander, das bedeutet, sie ist tot. Aber sie nicht. Nein. Ramses. Also sie hat ihn überlebt? Nein. Das sie versucht haben, die anderen Steine gefunden, aber man merkt es. Das sind nochmal Füße. Nochmal solche Füße. Ouais, mais il y a justement oui et non. Le pharaon de Moïse, c'est qui? Mais justement, on sait pas. On sait pas, mais tu sais pourquoi on dit Ramsès II? Oui, mais parce que ça avait été connu et parce que c'est dans le premier film Moïse qui est sorti à Hollywood. Die nördliche Seite gehört dem Vater, die südliche Seite gehört dem Sohn. Deshalb der Sohn hat seine Kartuschen. Ja. Und er hat es auf der anderen Seite auch gemacht. Andere Seite seine Kartuschen. Ach ja, krass, das sind richtig am Renovieren. Ja. Ja. Der Ramses II, die Farben. Ja. Hier wurde der viele Filme gespielt, zum Beispiel die James Bond. Das war hier. Ja, Tod auf den Nil wurde hier gespielt. An den alle Säulen. Bekannte, ne? Alle bekannten Leute, die in Ägypten gekommen sind, König oder Schauspieler, ja, die waren hier. Das ist schon groß. 5000 Quadratmeter groß. Besteht von 134 Säulen. Wow. Kann man sich gar nicht vorstellen. Oben ist noch sehr farbig. Ja, der sieht so, wie der König hier groß ist. Ja. König mit zwei Federn. Der Gott Amun sitzt auf dem Thron und der König vor ihm. Mächtig. Ist das hier, ja? Ich soll mich ein Foto machen zwischen den Zahlen. Ja, auf jeden Fall. Sieht bestimmt cool aus. Ja, das mit der Farbe auch hier, gell? Ja. Mein Gott, das ist also wirklich jetzt nochmal eindrücklich hier. Wow, hier sieht man richtig Bilder. Ne? diese Säule von hier, die Schrei. Das ist auch sehr schön. كانوا قدام على فلوس ولا معاك ولا كانوا خالص؟ تكلم مع الزباين بس تكلم. خلينا الحساب رايح مفيش مشاكل. ماشي مفيش مشاكل، قول له مع بدر كلمك لو طلع بكره. قول له انت قاعد على مكتب بكره؟ ايوه قاعد. طب طلعته الساعه 6 بدل 9 اللي عندنا طلعته. قول له انا بس اهم حاجه اكمل مع السواق. ايوه هو ده. يا ساتر. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, vielleicht ist sie schon vorgegangen. Fotografieren hier. Ja. Zum Film. Siehst du entlang hier. Hier, diese Säule. Entlang so. Gehst du entlang oben, nimmst du einmal. Das aufnehmen, ja. Ja. Nimmst hier da rein. Ja. Oben ab den Säulen aufnehmen. Aber du machst. So. Ja, ja, ich entwickle es ja. Alles gut. Diese. Susi. Da kannst du von hier auch schöne Fotos von alle Säulen aneinander. Susi. Einmal die Fotos, so gehst du hier. Wow, das ist hier der Obelisk. So, der kleinere, der hat nur 20 okay. Meter. Naja. Und der ist runtergefallen, oder? Diese Fassade ist runtergefallen, ja. Als wir restauriert haben, sind wir ihnen einen Steigabel gemacht. Sì, esatto, è praticamente il materiale è molto semplice, per questo motivo ho scelto di passare una di queste fabbriche di alabastro li chiamano per fare vedere dal vivo come le fanno le stampe. Questa è praticamente un'altra facciata del tempio, solo questo qui è rimasto 20 Meter hoch, gebaut wurde im Luxor Tempel. Aber die höhere Obelisk steht in Karnak Tempel 30 Meter hoch, aber die längste Obelisk steht in Steinbrocken ab. Die haben die Vogel als extra gesehen, ja? Das waren 40 Meter lang. Aber warum steht der wichtigste in Paris? Wichtig ist, weil es in Paris ist und bekannt der Concorde-Platz in Paris und alle sprechen über diesen Obelisk. Okay. Aber in Ägypten der wichtigste Obelisk ist Steinbrocken. Die erzählt uns, wie die das gemacht haben. Ja, der Anfänger schon. Aber wie? Jetzt halten wir etwas. Genau. Es erklärt euch hier. Sie haben den Anfang Löcher gemacht, so. Dann haben sie einen Puls gebracht. Dann haben die Puls in die Wasser gebracht. Um das Holz nach 14 Tagen aufzunehmen. Dann wurde eine Flachstoff von dem Berg. Sie haben einfach so auf den Boden gebaut, so auf den Stein festgemacht. Und sie haben gewartet, bis die Überschwemmung kommt und die Hilfe schickt. Das sieht man hier mit 30 Meter hoch. Der ist hoch, ja. Aber das ist ein anderes Material auch, gell? Das ist dieser Granit. Aber was ist das da? Sandstein. Sandstein. Und dann hält der ja eigentlich gar nicht so lange, ne? Das ist weniger, aber ganz hell. Die Flächen von der Sonne. Ah, aber der ist aber das war die Tutmos den Dritten hat der Langzeit diesen Verlässt mit der Mauer rundherum versteckt. Und die Kiste, die Königin Hatschepsut, so einfach zu verstecken. Aber die Mauer ist runtergefallen, deshalb wir haben alle Reliefs von 750 gelesen. Aber der Oberteil war immer in der Sonne, deshalb ausgeblichen. Oberteil. Okay. Und Unterteil ist dunkel, weil es immer versteckt durch die Mauer. Stimmt. Deshalb hier die Rosiger ein bisschen gesünder. Krass. Ja, ich sehe schon, ne? Versuch deinen Bauch zu verstecken. Nein, die T-Shirt, die Tasche hat T-Shirt hochgezogen. Aha, hier. Obelisk. Wow. Du machst nachher die Musik? Nee, ich mach's ohne, normalerweise. Aber die Gäste schauen das ohne? Ja. Ohne Ton? Nee, den Ton hört man. Welchen Ton? Alles. Unser Ton? Was passiert, ja. Okay. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Musik drüber. Wir haben ja jetzt noch Granit, oder? Ja, ich denke, ich habe das Bild gemacht. Das ist ja herrlich. So was ist das? Das ist wieder Ramses. Ist Ramses der Dritte, dann, oder wer ist das, gell? Zweite. Also. Na gut. Okay. Ach hier, wer ist das, Ramses, oder? Nein, das wissen sie nicht. Okay. Könnte sein. Aber hier waren viele Figuren, ha? Ja. Überall sieht man noch die Füße. Wahnsinn. Dass die Imperium, die Ägypter gemacht haben, auf der links- und rechten Seite, die Namen vor die Feinde oder ihre Länder wurde ihnen in Kapuschen geschrieben mit den Zacken. Die Kopf von diesen Feinde festgehalten. Das sind Asiaten, ne? Westasiaten, andere sagt Afrikaner. Und dann ganz oben sieht man die Reste von dem Fuß des Königs darauf. Ja. Oh, entschuldige, Schatz. Das war der Pylon. Und der König steht auf seine Feinde. Hier. Da sieht man deutlich dort. Ah, da sieht man es besser. Ja, aber das ist ja noch... Das ist das Imperium, die Ägypter damals gemacht haben. Okay, das sind ja wieder hier diese... Asiaten. Ah. Auf der anderen Seite gibt es die Afrikaner. Die schauen wir uns gleich noch an. Das sind sozusagen die Feinde, die Gegner, oder? Oh, das ist aber noch schön, ne? Ja. Das sieht mit Moses den Dritten. Der seine Kartusche. Das ist ein Nysopiti. Ja, die waren die Reiche. Schilf und Biene. Das ist eine Biene? Ja, und ganz so eine Scheibe bedeutet Sohn des Gottes. Das ist doch eine Libelle. Das ist keine Biene. Biene, das ist Biene. Okay. Und hier sieht man die drei Säulen, die Jet-Säule in der Mitte, rechts der ewiges Leben Schlüssel und Zepter auf der linken Seite. Das ist die heiligen Sachen, die immer der König in der Hand hat. Und dieses chinesische Kopf in hieroglyphischer Sprache mit zwei Ohren, haben Sie gesehen oben? Ja. Diese Kopf, das ist dieses Gesicht. Das ist der Punkt nach dem Satz. Okay. Dann kann ich Ihnen jetzt die Heilige See zeigen. Kommt Sie bitte mit? Ja. Heilige See ist ganz interessant. Okay. Da hinten geht es aber auch noch weiter. Ja. Ich glaube, ich schaffe mal da. Ne? Boah, ist ja wahnsinnig groß. So. Die kleine sollen es haben. Dann nicht mehr so behalten. komme. Wir kommen zu dir, ja. Wow, das ist... Wir haben nur den Oberteil gefunden. Wir haben hier. Wahnsinnig. 130 Meter lang, 80 Meter breit und 10 Meter Wahnsinn. Ja. Okay, wir bleiben hier. Jetzt, warte mal, wir sind ja noch nicht fertig, oder? Wir sind hier fertig, aber du kannst selber machen, was du möchtest. 9:20 Uhr, ja? Okay. Du hast Zeit bis 9:20 Uhr. Okay. Ja? Okay. Treffen wir neben dem großen Eingang. Ja. Yeah. Oh, wow. Indians are usually family of doctors. Yeah. This is the second obelisk of the queen, Hatschepsut. Yeah. And you see how it's big. Yeah, yeah. Now now we can see. Yeah. It on the side. Yeah. And this is the holy lake, or the sacred lake. This lake connected to the river Nile. If the level of the water in the river Nile high, it's high here. Mm-hmm. If it's low in the river Nile, low also. So this is the same level. Skarabäus. we saw on video. Genau, jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße. Okay. Ja, jetzt sind wir glaube ich fast durch. Das sind jetzt die Säulen hier. Okay. Oh, genial. Hat er das vorhin gesagt gehabt noch? Ja. Okay. Here is one step higher, so now you are going to see the block on this higher place. And if you look at the ceiling, we have two ceilings inside each other. This means we have two rooms inside each other. The outer one from limestone and the inner one. Hier haben wir jetzt König und Königin. Beide am Leben. Aber dermaßen. Great. Ein paar Insignien. Okay, gehen wir mal rein in den Tempel. Der Tempel. Ja, er hat auch die Figuren. Ich weiß jetzt nicht genau, was hat er gesagt zum Stein? Das ist einfach. Okay. Das sind die Heiligtümer. Die Opfergaben, guck, es ist bestimmt wieder Blut da oben drauf. Ja, das ist Ramses der Dritte oder Zweite, ja. Immer noch der Zweite. Er ist nicht frei geworden, weil er nicht eingegangen ist. Bisschen sieht man die Farben noch, an den Figuren auch. An dem Himmel sieht man auch sehr. Oh ja. Oh, das ist eine Doppeldecke. Das ist ja Wahnsinn. Da ist eine Farbe, ja. Die Figuren. Oh ja. Die sind schön herausgearbeitet worden. Da sieht man es eigentlich noch ganz gut. Die Figuren zu all. Aber das sind ja noch Glauber gewesen. Das kommt ja natürlich jetzt noch mal schnell fertig. Quel signore dal primo giorno. Signore, c'è nel santuario del sito l'unica parte del tempio di Karnak che non utilizzava all'epoca praticamente la oggi. Stanno domando che aprire questo straniero fino alla fine dell'ultimo mese dell'epoca dell'ultimo re romano. Quando sapevano Wow. Das ist ein riesiges Areal. Ich komme, ja. Boah, das ist also wirklich beeindruckend. Oh ja. Okay. Oh. Wow. Ist eigentlich die ganze Decke noch. Ja. Hattest du auf die Uhr geschaut, wann wir uns treffen? Ja, ja, gehen bald. Aber eben, es ist ja wurscht, wir haben ja noch Zeit. Also 29. Das sind vielleicht auch tolle Bilder. Oh Mann. Das wäre vielleicht schon mal, wenn wir hier so durchschaffen, gut ist. Oh ja. Ja, guck mal, die ganze blaue Farbe. Boah, da ist eigentlich alles noch da fast. Jetzt ist es aber wirklich eine Biene. Mit Farbe ist es eine Biene. Okay. Da oben kommen, gell? Ja. Ja. Boah, das ist aber schön hier noch, gell? Haben wir hier noch mal den Obelisken. Gleich. Ist recht bunt hier, also. Auch eine Ente ist da zum Beispiel hier. Ja, Ente habe ich schon mehr gesehen. Ja. Da ist noch so ein Fischreiher. Oder ein Halsvogel. Vogel. Das ist ein schöner Palast hier, also wird es ja noch weitergehen da hinten, das ist ja Wahnsinn. Wunderschön. Das ist eine Eule noch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wo kann man hier durchlaufen oder wo? Ja, gerne. Ja, hier ist zu, genau, dann gehen wir. Wow, das allsehende Auge. Wunderschön. Ist noch eine drin? Nein, an der Wand. Nur noch eine bunte. Aha. Ja, ich weiß auch nicht. Guck mal hier, das ist nicht eigentlich so, ne? Das ist zu, gell? No, mein Freund. Ja, thank you, mein Freund. Ne, der will da wieder Kohle sehen, ja. Thank you, my friend, it's okay, thanks. Fine, we have also, to go. Ja, also wow, einfach grandios. Große Menschen hier unterwegs. Ja, also ich gehe noch gerade noch so durch. Ich komme eigentlich durch, gell? Ja, passt. Ja, das ist aber auch knapp. Ja? Knapp. Das ist ja wow, das ist ein Labyrinth. Guck mal, wie weit man noch hier kommt, schnell. Oh ja, das machen wir noch kurz hier. Geilo. Ja, ja, da ist nochmal ein Tor. Ach, das ist ja gigantisch, das Ding. Eieiei. Ja. Okay. Wow. Das ist ein Tempel im Tempel. Das sind ja drei Könige. Ja. Oh my goodness. Mein Gott. Tausende Jahre schauen da auf uns runter. Das ist ja echt verrückt. Also, das ist eine Verrücktheit. Aha, hier haben wir doch so. Das ist wie eine Schulklasse. Ich bin noch in so einem Raum hier drin. Ich komme. Das war wie eine Schulklasse, muss man sagen. War eigentlich interessant. Wie so ein Riese lehrt die Menschen quasi. Hier ist aber noch Farbe eigentlich dran. Mein Gott, das ist so schön alles. Jetzt auch nochmal Statuen. Wie so ein Eingang war das hier. Ja. Okay. Hier, Tempel von Ramses II. Kommt jetzt auch überraschend. schön, ja. Das ist nochmal Osiris, ne? Ist ja noch ein Stapel. Guck mal. Das sehen so asiatisch aus, die Statuen. Oh ja. Oh ja, das ist spannend. Müssen wir den nachher mal fragen. Das ist spannend. Ja. Das wird auch Ramses wahrscheinlich sein. Okay. Schätze ich, oder? Ramses ist der Zweite, hä? Okay. Aber kann man nicht ganz durchlaufen. Ist gesperrt. Alles gesperrt, okay. Okay. Ist wahrscheinlich alles frisch hier noch entdeckt. Okay. Wow, krass. Gesundheit. Ja. Sieht hier anders aus, gell? Das ist ein anderer Stil, ja. Das wäre hier der Tempel Osiris. Osiris, okay. Osiris. Okay. Il y a beaucoup d'hypothèses, parce que tout ce qu'on a trouvé dans la carrière du granit à Aswan, un disque comme ça, couché, dans la roche, inachevé, et avec des boules de pierre, des durites. La Turquie, on n'a pas trouvé, on ne sait pas comment ils ont fait. Hier wird ja spekuliert, ob das Elektrizität darstellt oder irgendeine Energie, die die benutzt haben hier. Das ist eigentlich hier ganz interessant mit den Zacken da und den Gefäße. Vielleicht. Oder eine Technologie, die wir noch nicht kennen. Für mich ist das Wasser. Okay. Ja. Alter Wein in neuen Schläuchen, oder wie war das, gell? Oh, wow. Genau, da ging es ja zum See. Ja, ja. Machen wir hier mal noch. Bleib einfach. Ja, ich merke es gerade auch ein bisschen. Ist aber auch noch schöne Zeichnungen. pezzo così, che ritrovavano nel 2000, tipo immagino il babbuino che l'hanno portato dall'altra. Okay, dann noch die Statuen, ne? Dann haben wir es, denke ich. So, jetzt nochmal hier Ramses. Bei der einen vierten ist die Nase erhalten. Interessant. Aber das sind ja Riesenfiguren. Wow, ich komme. Das sind nur die Füße da, aber der Fuß ist so groß wie ich. Wo? Sind wir am Vergleichen? Ja, also das ist ja Wahnsinn, oder? Wenn ich mich hinlege, bin ich wahrscheinlich so lange so. Oh, zeigt er uns das nicht? Das ist doch mega signifikant. Auf der anderen Seite genauso, gell? Wahnsinn. Riesenfüße. Wo ist der Körper? Tun wir nur einen weiter, ha? Und dann ist gut. Das sind ja wieder hier wie in den Tempelanlagen. Das Panorama, Karnak. Ja, Karnak, Tempel. Das sind ja Riesenstatuen, gell? Schönes Bild hier. He's up here. Yeah, we know. Yeah, okay. Thanks. Karnak, yeah. Wow. Wow, Amun, Hatschepsut. Ja? Wow, Amun. Hier auch. Aber hier, schau mal. Amun. Ich komme. Wow. Amun. Amun and Hatschepsut Tempel, Aswan. Wow, Amun. Aswan Tempel. Ach du lieber Gott. Amun Hatschepsut Tempel, Monopis Statue. Ja, davon ist dann eh zu, gell? Okay, haben wir es geschafft. Ach du lieber Gott. Da sind die Statuen noch erhalten. Das Gesicht ist weg. Ja, das haben sie wahrscheinlich zerstört. Wow. Toll, ja. Okay, Statue Monophysis Nubian Aswan. Thank you, my friend. Thank you very much. I don't want. Yeah. Da ist noch das Tor. Wahnsinn, so ähnlich wie die Kolosse. Ja. Okay, hier ist zu, ja. Ramses. Hatschepsut. Hatschepsut, okay. Hatschepsut, Horus, steht Amun. Amun, Hatschepsut, Horus. Ja. Das ist jetzt Viertel vor. Ich sage, Madame, abwählen. Das hast du. Там есть отверстие направо и налево, там просто останавливали 4 флага храма, красный, зеленый, коричневый, черный, чтобы украсить вход и фасад, и выгнать из них духов из этого священного места. Вам, конечно, из песчаника, там называется песчаник, это не звездняк.